Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute begrüßen hier zu einer weiteren Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier ein Oldtimer vorstellen. Hier handelt es sich um ein, glaube ich, ungarisches Modell oder was es sein soll. Ich gehe mal davon aus, ich habe es noch nicht gegoogelt. Jedenfalls handelt es hier um den Zastava GTL 55, wie wir hier sehen. Ja, er hat hier sogar Spanngurte, also auch da Hängerkupplung ist vorhanden. Ja, man sieht hier, das Modell sieht ein bisschen komisch jetzt schon mal hier aus im Shop, einmal ein bisschen kantig so her. Ja, aber ich finde mal, das bereichert natürlich hier unseren Landwirtschaftssimulator für also Leute, was gerne mit Zorro ein Vehikel natürlich spielen möchten. Ja, das Schade drum ist es hier, es handelt sich hier um ein Modell, was nicht für die Konsolen ist, weil es nicht auf ModHub zur Verfügung steht, leider. Ja, und ja, wenn wir jetzt gleich hier uns anschauen, bis jetzt habe ich hier noch keine Lokfehler oder sowas gesehen, das Ganze kann noch kommen mit einem Licht vielleicht oder auch nicht, hoffen wir es jedenfalls. Das gute Stück kostet hier 2.153 € und Miete sind wir bei 109 inklusive. Ja, wir haben eine Leistung von 45 PS, entsprechend hier 33 kW, manuelle Schaltung, 30 Liter Tank, ja, und 80 km/h, ja, und das gute Stück wiegt ja imaginäre 3,9 Tonnen. Ja, Hängerkupplung haben wir haben Nebelschlussleuchte, Rückfahrscheinwerfer, wie wir sehen, auch ungarisches Kennzeichen, wir haben hier keine Kennzeichenwahl. Dann gibt es das Ganze natürlich noch mit, also, Rundumleuchten als Beispiel als Begleitfahrzeug, wie wir sehen, das Ganze. Oder natürlich mit oder ohne, wie man sagt. Dann hier natürlich Farbwahl, etliche verschiedene Farbtöne. Was es vielleicht hier bei diesem Modell natürlich hier in der Auswahl natürlich gab, um sich dieses Fahrzeug natürlich hätte kaufen können. Ja, Stoßstange können wir es auch machen, natürlich in Silber hier oder. Wir machen das Beispiel da mal in Schwarz so her, also oder natürlich hier auch so halb in Wagenfarbe, würde ich mal sagen. Ja, kommen wir nicht so ganz ran bei der Stoßstange, wie wir hier sehen. Ja, das war's eigentlich da schon mal natürlich, was wir hier im Shop haben können. Die Reifen wirken auch ein bisschen grün an der Seite, also ökologisch. Nee, Spaß beiseite. Also, wir können bei dem Auto hier, wie wir sehen, hier das Ganze mit Spanngurte. Da können wir mehrere natürlich noch ranmachen dann auf der Richtung. Wir haben da 3 oder 4 Stück. Da sehen wir hier, wir haben hier also 3 Stück. Mit X können wir den natürlich aufmachen. Er hat leider hier keine Funktion mit Simple IC oder sowas in der Richtung. Aber Hub ist cool. Ist nicht so standardmäßig. Ja, der Tank wird unten her nochmal irgendwie angezeigt mit 30 Liter. Vielleicht ist das so her, dass ich Fahrzeuge betanken kann. Das können wir auch gleich mal testen natürlich. Das machen wir gleich hier bei denen hier. So, da haben wir jetzt hier, wenn man einsteigen, sehen wir hier alles leer. Also das ist, also man kann da mit 30 Liter ein Fahrzeug befüllen, habe ich gesehen. So, jetzt, ups, ich bin zu nah dran gefahren. Ui. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Machen wir mal die Rundumleuchte an. Begleitfahrzeug natürlich. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier, was wir hier machen können. Spanngurte. Spanngurte. Was wir schauen, ob wir das Fahrzeug hier befüllen können. Ne, da kommt jetzt nichts. Spanngurte anbringen. Ja, irgendwie scheint das irgendwie nicht so richtig zu funktionieren, glaube ich jedenfalls. Vielleicht mit einem anderen Fahrzeug, vielleicht eher. Wie man sieht hier, ich sitze hier drin. Da kommt jetzt nur nichts. Schauen wir nochmal gleich. Ah, ich möchte nicht da rein. So, machen wir einfach mal hier diesen. Ah ja, okay. Wir sehen jetzt hier diese Kolli dafür. Oh. Vielleicht funktioniert das nachher so her. Schauen wir mal. Ups, man sollte nicht so nah ranfahren. Spanngurte anbringen, ja, und jetzt. Nee, steht immer noch nichts da. Immer noch Spanngurte anbringen. Vielleicht funktioniert das irgendwie. Vielleicht ist das ein Fehleintrag, dass man das Fahrzeug also hin nochmal
ein Volumen mit, also rumschleppt auf der Richtung. Müssen wir schauen, dass wir das wieder ausschalten. Okay. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil wir haben hier also den normalen Tankinhalt und natürlich unten diese Leiste zum Laden natürlich. Also wir wollen ja hier eigentlich jetzt keinen Hänger anhängen. Wir wollen eigentlich jetzt ja nur. Aber die Rundumleuchte gefällt mir. Muss man sagen. Also, ist schon nice. Da! Ja, Thatcher, wie man sehen, hier sieht schon mal ganz gut aus. Nachteil ist hier, er ist ein bisschen zu tief und ja, Steckdose hier funktioniert nicht. Jetzt machen wir hier unser Lichttest. Ich finde irgendwie schade, dass das fährt immer noch weiter, obwohl ich auch noch mal Gas gebe. Gut gelagert. Also Blinker, wie man sehen hier. Okay, da stimmt schon mal die Einstellung ist. Das scheint's nicht, wie wir hier sehen. Schade irgendwie. Hinten haben wir überhaupt keinen Schein. Also Shining hat ausgesetzt. Also vorne ist passt das nicht, wie wir hier sehen. Jetzt habe ich die Warnblinke an. Ah, bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber gibt es ja immer wieder sowas. Ist schon schade irgendwie. So, jetzt haben wir einmal normal schalten. Mal rückwärts. Also der Rückfahrscheinwerfer funktioniert auch nicht. Bremslicht, das funktioniert da los. Jetzt hier mit Numbered 6 und Numbered 5. Also, boah, das ist ja halt ein Flutscheinwerfer. Jetzt hier sieht man noch einen Kegel. Jetzt gehen wir noch in die Innenansicht ran, weil es gibt ja viele Leute, die mögen ja gerne solche Fahrzeuge. Also einmal F geschalten, ja, das Lenkrad. Jetzt sehen wir hier den halben Tacho leider nicht, aber wir sehen, hier ist animiert, wie wir sehen. So, her. Wir machen natürlich gleich dann hier unsere Probefahrt. Oh, der läuft aber ganz gut hier. Der ist wirklich gut gelagert. Wahnsinn. So. Jetzt gehen wir in die Außenansicht, machen natürlich hier. Ach, wir haben hier noch. Hier diese Ansicht hier, okay. Also einmal, zweimal, dreimal. Ich weiß nicht, hat man irgendwie eine Kamera vielleicht vergessen oder was? Aber wie wir hier sehen, die Lok ist sauber. Servus, sage ich da nur. Passt ganz gut. Also drücken wir jetzt mal auf die Tube. Wir sollten hier 80 km/h schnell werden. Wie wir sehen, also der natürlich, der passt. Vorne her haben wir keinen Schein. Also, das könnte nochmal hier natürlich mit die Blinker, mein Rückfahrscheinwerfer, der funktioniert nicht. Die Nebelschlussleuchte funktioniert nicht. Wahnsinn. Aber ich muss wirklich sagen, es lässt sich einigermaßen doch gut fahren, wie wir es gesehen haben. Möchte aber jetzt mal auf Touren kommen. 77 haben wir schon mal drauf gehabt. Fünfter noch rein. 80. Jawohl, wir haben es geschafft, hier unser 80 km/h zu erreichen. Bremsen wir mal. Er braucht ein bisschen, wie wir sehen. So finde ich ihn ja, um ehrlich zu sein, ja gar nicht so schlecht. Hier ist ein netter Oldtimer-Wagen natürlich. Und bereichert natürlich hier das Spiel. Das gefällt mir auf alle Fälle. Bloß er gehört denn noch einmal hier in die Werkstatt. Das, was da passt, natürlich zu machen. Ja, wenn dir natürlich hier mein Video gefallen hat, würde mich natürlich freuen. Ui, wo ich da hinfahre. Ja, wenn du wieder mal hier vorbeischaust und ja, über einen Daumen nach oben, wenn dir jetzt natürlich das Video gefallen hat. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao. Ha, da erinnert mich ein bisschen, wenn ich mit den Farben in den Trab, was ich mal hatte.